Yeah. Hello, sir. I've come from Blackwater. I'm on the trail of a dangerous gang, Como Driscoll. Heard you had some sort of incident. We don't deal with bounty hunters around here, son. I was just wondering if I could get a description. Well, they weren't friends. They got in a fight, two men got killed. Now, one of them's an idiot, the other's some kind of dumb mick, so maybe them's your boys. You can look right enough when we hang them. Thank you, Sheriff. Die wollen Mika alle hängen sehen, und das ist kein Wunder, weil der ist echt ein Arsch. Aber leider unser Bandenmitglied, ey. So, Mika. Arthur! Hello, old friend. Had a good time, did you? You gonna get me out of here? I ain't decided yet. Real funny. Oh, I ain't joking, cowpoke. I heard so much bluster out of your mouth these last 6 months. And now, I got an opportunity to watch you be silenced. Well, you gotta do something. Why? I always looked up to you, Arthur. Well, that's your first mistake. Listen, there's one little problem. There's only one of me, and there's a whole town full of people wanting to see you swing. You got to do something, Arthur. Ja, und zufälligerweise ist hier diese wunderbare... Die Steam-Winde, die Dampfwinde. Das schreckt halt wirklich den ganzen Ort auf. Verdammte Scheiße. Den jetzt so da rausreißen. Ich weiß halt echt nicht, ob es nicht noch einen anderen Weg gibt. Wie praktisch, dass sie da liegt, ne? What a modern disaster this is gonna be. Heilst du? Guter Hinweis. Guter Hinweis mit dem Heilst du. Huch, hat er nicht gemacht. So, jetzt aber. You hurry. There'll be more law here any minute. Moment mal. So. Let's get out of here, come on. What the hell are you doing? He wasn't O'Driscoll. I knew you were scum, but I laid eyes on you. Nummer 1. Jetzt volle Konzentration. Verdammt. Oh, endlich. Haben wir bekommen. Verdammt, liegt hier irgendwas? Eine gute Waffe oder so? Shit. Ah, da war nicht nur der Hut von gegangen. Zwischen die Augen ging das. Stirb, du Arsch. Kann ich dir nicht durch die Zäune hier doch? Wollte schon sagen. Munition? Verdammt! Oh. Das ist ein Gewehr. Ich will den aufheben, ich will den aufheben, ich will das Gewehr aufheben, verdammt! So, schnell. Zu lang gedrückt. Der Psycho. Mika ist so ein Psycho.
was a letdown, you fat sack of crap. Excuse me a minute, Arthur. So eine böse Szene. My guns. I showed him, and I'll show the rest of this town. You have really lost it this time. Verdammte Scheiße, Mann. Verdammte. Schieß endlich. Patsch. Ebenfalls. Okay, Mika, jetzt vorsichtig, du Drecksack. Aber wenn du ein Drecksack bist, dann finde ich hier lebkorn. Da ist schon der Haken, wo er festbaumeln sollte, der... Patsch. Rossi lehnt am Rad gerade. Komm, Rossi. Oh Mann, so viele Gesetzeshüter. Was für ein geiler Shot, Alter. Okay, jetzt abhauen. Und wie viele? Scheiße, Mann. Boah, es war knapp. Muss man den Revolver wieder nehmen, glaube ich, oder? Habe ich wieder Muni für den? Nee, habe ich nicht. Verdammt. Vielen Dank. Mika macht das schon. Der ist ein kaltblütiger Killer. Die andere Waffe ausgepackt. Junge. Was eine Mission, ey. Is clear. Who was that fella? Skinny? Yeah, we ran together for a while. Did a bank job down south. Didn't end well. I saw how it goddamn ended. He was gonna let me hang. I'm starting to wish I had. And you owe Lenny, too. If he hadn't found us in time... Yes, you will all be thanked profusely, I promise. Yeah, well, you're lucky Dutchy's got your back. Some of them. Ein Unwetter zieht auf. Und ja, ich lese gerade im Chat, Mika ähnelt Trevor, das stimmt. Ein bisschen erinnert er an ihn. I think we finally lost him. I hope so. I'm giving you a holster. It's my way of saying thank you. And thank you. There I was, having a dull day only for you. To liven it up by letting me help you shoot up half a town. You're a funny fella, Arthur. Real funny. Why you act all sour all the time? Yeah, well, you ain't funny at all. So why you gotta act like the court jester? All right, listen. I'm sorry, but we're family now. Arthur, you and me. Sons of Dutch makes us brothers. Sometimes brothers make mistakes. I'm heading back to my little camp around back of Strawberry. Come see me. Maybe I can make things up to you. You ain't heading back to Dutch? No, I've been a bad boy, Arthur. I ain't seeing Dutch till I can bring him a peace offering. Bye now. Ja! Crazy Typ, der Mika.
Oh, ein Zweitholster? Na, das ist ja ganz praktisch. Oh, komm, hol das Lasso raus. Ne, genau, so war das doch. Also, komm, egal. Wir weiterreiten. Ich muss erstmal den Schock verdauen. Heilige Scheiße, ey. Das war ja richtig, richtig krass gemacht. Guck mal, wie schön das aussieht. Eben dachte ich, steht noch ein Unwetter auf, aber das ist schon mal weitergezogen. Gucken wir uns mal gerade die Karte an. Wo sind wir hier eigentlich genau? Wir waren ja bei Strawberry, sind aber dann geflüchtet. Und hier wäre die Javier-Mission. Javier Escuela. Und hier werden wir gesucht. Jetzt, oh, $85 Kopfgeld. Ja gut, wir haben da auch ordentlich wir haben noch ordentlich Schindluder betrieben. Und hier haben wir auch ein Kopfgeld in der Gegend. Was, wie teuer ist das? Ein Fort Wallace da in der Ecke. Egal. So, wir könnten jetzt mal zu Javier reiten in die Region. Gesucht oder lebendig werden wir da auch. Oder wir könnten hier noch eine Mission machen, die ein bisschen weiter weg ist, für den José. Ich würde sagen, wir reiten rüber zu Javier. Boah, war schon heftig. So, Rossi hat viel Ausdauer, das ist immer ganz gut, weil dann können wir ordentlich mit dem Pferd sprinten. Wo will der denn hier hinführen? Können auch vielleicht viel besser querfeld einreiten, oder? Nee, gut, okay. Okay, da müssen wir erstmal wieder in die halbe Welt, um da überhaupt in die Region zu kommen. Wir müssen nur aufpassen, in dieser Region werden wir gesucht. Und ich will jetzt nicht unbedingt durch die Ortschaft reiten. Das wäre vielleicht nicht so clever, ne? Nach dem, was da vorgefallen ist kürzlich in Strawberry. So. Was hier? Ein alter Zug, können wir da nicht mitfahren? Na komm. Nicht, dass ich hier wieder anreite, der dann stirbt oder so, deswegen verlangsame ich immer gern ein bisschen, wenn ich das hier noch nicht genau gesehen habe und durch blauen Blick. Ach, das ist so schön, wenn die Musik dann einsetzt wieder und so. Diese Atmosphäre aufkommt. Ja, verdammt, also Mika hat es ja echt nicht verdient, eigentlich aus dem Gefängnis auszubrechen. Den hätten sie mal lieber einknassen sollen. Und dafür jetzt so einen Typen dann 25 Gesetzeshüter draufgehen zu lassen. Eine unschuldige Frau wahrscheinlich. So schnell hat das Leben zu jener Zeit sein Ende gefunden. Okay, jetzt müssen wir hier aufpassen. West Elizabeth. Wir können uns natürlich dafür entscheiden, das Kopfgeld zu bezahlen, weil es steigt natürlich weiter, umso mehr Gesetzeshüter sich dann unseren Weg stellen, wie die töten. So ist es leider. Moment mal kurz. Wollte eigentlich auf die Karte, doch, wollte ich so, genau. Wir hätten die nächste Poststation. Das ist nur ein Stall. Da wäre eine Postmeisterei. Können wir uns direkt ausbezahlen. Ich glaube, wir passen gerade mal ein bisschen auf. Wir lassen das Kopfgeld mal drauf. Rechts ist irgendwas, meintet ihr? Der Hopper hat gerade geschrieben, rechts, rechts. Was ist denn da? Camp oder so, ne? Auf jeden Fall Rauch. Reiten wir da nochmal vorbei. Oh fuck. Oh fuck. Wir reiten da werden wir doch nicht vorbei. Die kommen von allen Seiten, die haben mich umzingelt. Scheiße, Mann. Komm schon, Rossi, du schaffst das. Rossi, nein. Ich will den nicht töten, dann macht's alles nur noch schlimmer. Oh fuck, jetzt kriege ich aber richtig was ab hier. Okay, Rossi muss jetzt Vollgas geben. Über die Prärie. Oh, die sind aber hartnäckig. Boah, der lässt nicht ab, der Schweinepriester. Boah! Ich glaube. Alter!
Turbo ist schon an. Rossi, der Turbo hat leider nicht viel gebracht, sorry. Was war denn bitte da los? Also ich glaube, wir müssen das Kopfgeld loswerden, ey. Da können wir sonst, das gibt sonst richtig Ärger. Scheiße, Mann. Big Valley. Alter. Ja, ich hätte die erschießen können, ne? Aber das Problem ist halt, wenn ich dann noch mehr Kopfgeld kriege, will ich das vermeiden. Rechts war irgendwie doch nicht so gut. Tot oder lebendig, da wird's halt heiß. So ist es, Moon. Egal. Ist jetzt eigentlich wenigstens unser Kopfgeld reduziert worden? Ne, ist immer noch dasselbe wahrscheinlich, ne? Doch, ein Strawberry. Ne, 85. Okay, scheiße. Dann würde ich sagen, reisen wir mal zurück nach Strawberry und lösen erstmal uns auf für diesen verdammten... Für diese Aktion bei Mika. Weil das wird sonst echt eng. Man sollte die Kopfgelder echt loswerden, habe ich das dumpfe Gefühl. Sonst gibt das Ärger. Da hätten wir jetzt uns natürlich wehren können, klar. Um noch mehr Kopfgeld zu kriegen. Ja. Und jetzt im Moment haben wir noch ein bisschen Kohle, bevor wir das Kopfgeld steigern und noch weiter es eskalieren lassen, will ich mal dahin zurück und probiere mal ohne Kopfgeld die Sache zu witzen. Ich meine, ich frage mich eigentlich, wie kann das passieren, dass wir ein Kopfgeld haben? Wir wissen doch gar nicht, wer wir sind. Wir haben doch schön hier uns versteckt. Ne? Wir haben doch uns total hier hinter der Maske versteckt. Eine Unverschämtheit. So, Rossi, ich lasse ihn mal ein bisschen ruhen jetzt gerade, sorry. Ganz schön wieder getreten, die Rossi, getreten worden hier. Ja, sorry, hätte ich mich da wehren sollen? Ja, mache ich beim nächsten Mal, egal, wenn ich ein Kopfgeld habe. Ich probiere es jetzt erstmal loszuwerden. Hallo, ich bin nur hier, um mein Kopfgeld loszuwerden, Leute. Bleibt cool. Schnell zur Postmeisterei. Das direkt dir. Scheiße, kommt man auch noch von der falschen Seite rein. Was? Tierquälerei? Ich hab. Das. Bleib mal locker. Ich kann jetzt nicht wegen Tierquälerei noch hier dran kommen. Moment. Oh, fuck. Ich wollte zur Postmeisterei und ich wollte eigentlich nur mein Kopfgeld auflösen. Kann ich das jetzt überhaupt mal machen? Nein. Dann sind die mir alle wieder hinter mir her. Wie soll ich das denn schaffen? Die Postmeisterei ist direkt neben der Sheriff-Station. Und ich kann nicht mehr klettern wie bei Assassin's Creed. Komm da hoch, Junge. Muss schon wieder flüchten. Ach du heiliger Bimbam, ey. Na, hier kommen wir durch. Jetzt nicht noch mehr Stress. Muss ich nicht gegen den Wand laufen? Die haben mich nicht gefunden mehr bisher. Ich weiß, ich kann denn kommen, aber gleich kippe ich um vor lauter Laufen. Okay. Heilige Scheiße. Nee, ich schieß nicht zurück, Freunde. Ich will doch mein Kopfgeld loswerden. Das erhöht sich doch immer, wenn ich dann zurückschieße. Weil ich ein Hühnchen zertreten hab, ne? Das tut mir echt leid. Tierquälerei fällt das drunter. Als würden die das nicht im Wilden Westen ständig machen. Und da würde einer zur Polizei rennen. So. $90 haben wir jetzt sogar Kopfgeld. Wow. Jetzt können wir hier wieder hoch. Wie soll ich jetzt da reinkommen? Muss ich mich in die Postmeisterei schleichen? Okay, die markieren wir uns erstmal natürlich. Das ist doch sinnlos. Okay, dann probiere ich mal da außen rum zu laufen. Also nicht in die Region, die da, ne?
Wo die Sheriffs direkt eh hängen. Kommt man natürlich jetzt nicht. So einfach. Okay, dann muss ich hier durch. Tatsächlich trotzdem. Ah, sorry, muss ja immer die Beine nass machen. Und mit dem Festnehmen lassen klappt ja nicht. Die schießen ja direkt so böse. Huch. Ist hier drunter her? Hallo, liebe Polizei, wir sind hier nur zu Besuch kurzfristig. Wir gehen direkt wieder weiter. War natürlich, wir sind der Polizei auch direkt in die Hände gelaufen quasi, ne? Das ist natürlich dämlich. So, jetzt hier. Oh Gott, jetzt haben die geschlossen, oder was? Sag mir das bitte nicht. Oh, dachte schon. Aber ich muss unbedingt mein Kopfgeld bezahlen, ja, sonst wird das immer eskalierter. Welcome. Alright, let's get those sins washed away. Ja, danke schön, Mann. Das ist keine Assassin's Creed, weil du kannst nicht über alles klettern. Ja, das stimmt allerdings. So, okay. Jetzt haben wir das schon mal losgeworden. Hey, sorry. Was für eine Action das noch war, Leute. Sorry. Muss aber gemacht werden. Und war auch wichtig so. Und dabei haben wir noch zwei, drei kleine Lacher noch gehabt. So, jetzt können wir das hier richtig gut machen. Und richtig in der Ruhe. Und zwar hier rüber reiten. Wobei diese ganze Region auch eher gesucht ist. Da sind wir in die ganze Region von Blackwater gesucht, aufgrund der alten Vorfälle. Shit, also hat das jetzt auch nicht so den Plan auf... Aber dafür sind wir jetzt hier in Strawberry Wings wieder sicher in der Umgebung da drüber. Aber da müssen wir scheinbar echt eh ohnehin aufpassen. Also ist es völlig egal, das habe ich eben gar nicht gewusst. Dachte, das hätte noch mit meinem alten Kopfgeld zu tun. Aber ich habe dann eben erst gecheckt, okay, das liegt an der Blackwater-Region, wo wir die Sache mit diesem Boot hatten, von denen die erzählt haben. Und deswegen ist in der ganzen Region ohnehin ein Kopfgeld auf uns ausgesetzt. Das heißt, es spielt überhaupt keine Rolle, was ich mache. Ich muss sowieso weiter. Oh, Wölfe. Ja, die hängen wir aber gut ab. Ja, das ist nämlich das Problem, Linus. 90 Dollar gehen doch noch. Ich hatte 300, in der Stadt allein 300. Hinterher überall Kopfgeld, sodass ich ein neues Game gestartet habe. Ja genau, und das will ich halt tun, ist vermeiden, dass wir halt hier auch real durch das Spiel schaffen, ohne irgendwelche Tricks und Kniffe. Aber jetzt weiß ich ja Bescheid. Also die Blackwater Region, da werden wir gesucht, tot oder lebendig, in den Great Plains. Und da können wir machen, was wir wollen. Das wird so sein. Mal was ausprobieren. Der Pferdewecker. Also kann man im Moment eh nicht verwenden, okay? So, die Rossi muss sich ausruhen, solange wir keine Action haben. Das gute Tier. Danke, Philipp. Ich hab dich auch lieb. Ist ja süß. Gut, da habe ich schon wieder was gelernt. Also Step by Step lernen wir, kommen wir rein mit den Folgen. Und jetzt müssen wir vielleicht sogar mal den erweiterten Kompass machen. Weil dann sehe ich eher auf dem Kompass, wenn wir von hinten oder von vorne kommen, wie die Jungs da vorne zum Beispiel. Seht ihr das? Da war es zu häuten? Wir sind Schlangen, oder? Ach, der Kleine hier. Ein Nordopossum. Können ganz schön aggressiv werden, die kleinen Opossums. Okay, und hier wird es noch immer interessanter. Ach du heilige Scheiße. Das ist unser Freund.
Oh, willkommen in Frieden, Bruder. Haben gerade auch noch Mika aus dem Gefängnis geholt. Ich kicke auch immer öfter, wenn ich mit der Steuerung. Manchmal drücke ich dann Kreis. Dann, das ist echt das Problem mit den vielen verschiedenen Spielen auch stellenweise. Wie ich dann auch probiere, wie in Assassin's Creed darüber zu rennen. Oh, cool. Da habe ich auch ein schönes Lager hier gemacht, ne? How many? A lot. Uniforms everywhere. You see Sean? No. I don't think so. Damn it. Where's Trelawney? Who knows? Just keep your eyes open. Where is that little Irish bastard? I'm not quite sure. Trelawney's off trying to find out. Has anyone been in the Blackwater, see how things lie? Place is crawling with Pinkertons, bounty hunters, pictures of Dutch and Hosea. We got a lot of money sitting in that town. And that's where it's gonna remain for now. Why haven't they hanged Sean, I wonder? I think he's bait. Well, they want to trial him publicly. Gentlemen, Sean is being moved up the upper Montana, then to a federal prison out west. Damn. Well, we can't be rescuing people from some federal prison. We either rescue him now or cut him loose. We're not cutting anyone loose. Of course not. Ike Skelding's boys are moving him to a camp nearby before handing him over to the government. So, I guess we need to stop them before they get to camp. Charles, why don't you head up on the north side, and then we'll head up on the other side of the valley and meet you. That way we have them in either direction. Javier, Josiah, come on. Let's go see. You know, Arthur, the government, or people whom the government like, seem to be very angry. Sure. Well, we'll rescue Sean and then we'll get ourselves lost, good and proper. It's a big country. I hope so. Und wieder eine Rettung, ne? Ja, es kann ja was werden. Finde das Boot. Und das hat mit der Geschichte von ganz am Anfang zu tun. They got patrols out all over this area. Yes, south of the river, West Elizabeth isn't a very welcoming place right now. There, look. I think that's our boat. All right, gentlemen. Follow me. Keep your guns away until we know it's Sean, okay? I know what you two are like. You think they can see us? If they can, we're just three fellas out on the trail. Act natural. We'll be fine. So. Ich hole aber schon mal gerade was raus irgendwie. Habe ich das dumpfe Gefühl? Oh, Moment. Ah, nehmen wir den hier. You've been gone for a while. As I love dodging the law and sleeping in the dirt with you derelicts, I do have other business to attend to. What happened in New York? You know how life is. Never a straight road anywhere. Especially with you. Nice to know I'm missed, though. Have you run out of people to rob? Oh, we'll never run out of people to rob. But without me, you'll not find the caliber of victim that I find. Let's go! Stay with them! You all right, Javier? You're quiet. He hasn't stopped talking since we left you in Valentine. It's the longest ride of my life. Cute, dear boy. Very cute. Pick up the pace a bit. Ja gut, dann lass es Gas geben. There's a camp somewhere around here where the bounty hunters meet. Transfer before continuing out west. I imagine that's where they're headed. Dafür ist auch ziemlich ruhig unterwegs, ne? Ich sehe da nichts irgendwie vom Lager bisher. Das Schiff ist ja auch nicht sonderlich schnell. Look, the
They've stopped. All right, let's take a closer look. Binoculars, gentlemen. So who are these bounty hunters? I don't know too much about Ike Skelton's boys, but I hear they're a big crew, wild, built some reputation in the last year or two. That looks like Sean to me. Certainly kicking up enough of a fuss. Yep, that's definitely Sean. Oh, they're giving him a decent kicking. Well, you can only imagine the shit he's been giving them. Oh, yes. They're taking him up the canyon. There's Charles on the other side. Let's go. What about the other two down there? I've got an idea. Follow me. Heute richtige Befreiungsaktion hier. Aber geil gemacht wieder. Okay, dann war ich mal, bin ich mal gespannt auf deine Ideen. Auf jeden Fall ist es eingeleitet. Ich denke, das wird trotzdem übel im Gefecht enden. Quietly, if we can. Leave it to me, gentlemen. I'll go around and create a distraction. Moment mal kurz. Geh mal kurz zum Pferd. Sneak across and do the dirty on them. Okay. Crouch down out of sight. Take out your knife. Ja, genau, das will ich auch nochmal holen. Wo ist denn das Messer nochmal? Wo war das hier? Nee, Moment. Jetzt mache ich schon wieder den Fehler. Zack, da ist Jagdmesser. Das können wir eh mal auswählen. Und hier. Wurfmesser, 6 Stück haben wir davon. Wir sind gut ausgerüstet. Wir haben ein gutes Waffenarsenal dabei jetzt. Okay, let's move down. Don't cross until he's got their attention. Wait here. He's still reeling them in. Duck down. Excuse me. Dear brothers, my wife is taken ill. Gravely ill. What's the problem? It's dear Bessie. You take the one on the left. Where is she? Okay, come on. Stay low. I'm beside myself. If I lose Bessie, I lose everything. Oh, calm down, mister. I can't. I'm having a fit. Na, das war easy. Noch. Boah. Okay, let's get after him. A pleasure, as always, gentlemen. I think you have it from here. Haben wir denn so einen Knarren dabei eigentlich? Hätte man einen Revolver. Oh, schön viel Schuss dabei. Das können wir gerade gebrauchen. Die Volcanic-Pistole will ich eigentlich nicht mit dem austauschen, ehrlich gesagt. Das ist ein bisschen kacke, aber egal. Abgesägte Flinte. Okay, Leute, gut ausgerüstet. Du kannst weitergehen. Come on. We got two halfway up the canyon to deal with. Sehen uns nicht. Verdammt, ganz schlecht jetzt. Das war natürlich nicht so geplant. Autsch! Haben wir irgendwas hiergegen eigentlich jetzt, was ich jetzt nehmen kann? Schlangenöl, starke Pferdearznei, starker Magenbitter. Stärkt die Ausdauer, kann ich auch mal nehmen gerade eigentlich. Komm rein damit. Kann man auf jeden Fall gut joggen gehen. Aua. Der lebt immer noch. Verdammt.
Der Wurf mit dem Messer hat ja super geklappt eben. Yeah! Okay. Wir haben ein bisschen Angst, dass sie von rechts kommen auch. Hier von Deckung zu Deckung. So, erledigt. Nachladen. Jetzt immer vorsichtig. Ist der da schon tot, der eine, der da liegt? Was? Oh, fuck. Okay, pass auf. Yeah! Jetzt wird aufgeräumt. Ich glaube, wir haben sie. Aber ich würde die ja gerne nochmal looten, alle hier, ne? Das dauert immer so ewig. Oh shit, da kommt der nächste. Ich bin nicht gut in der Deckung. Ah, den haben wir gerade gerettet, den Charlie Boy. Okay, der ist auch tot. Ich würde gerne einmal über die Typen drüber laufen. Ein bisschen Muni zu kriegen, wenn es welche gibt hier wenigstens. Ah, das ist so schade, immer die liegen lassen zu müssen, ne? Ah, guck mal, die Dollar, ey, die die dabei haben. Die sind reich. Aber wir sind jetzt in der Mission. Wir müssen weiter, komm. Hilft alles nichts. Wir könnten ja auch hier rauf klettern, ne? Hey, watch out for these two. Okay. Get him. Sorry, als ich richtig erschreckt, habt ihr gesehen? Here's Charles. All good? Wouldn't go that far. The camp's up this way. Come on. Ja, muss man was reinkommen. You take the right. I'll go left. Okay. Take him down. Goddamn army of these bastards. How much is Sean's bounty? Maybe we can turn him in ourselves. Verdammt. Still time. Ja, Mann, da oben. Verdammt. Okay, jetzt gehe ich mal besser in Deckung. Der arme Kerl. Keine Chance. Und weiter geht's, Cowboys. Ich glaube, das war's, oder? Renn! Beweg dich! Arthur! Den schmeißen wir nicht fertig. Er ist in scheiß Position hier. Müssen wir hier mal in die Ecke. Guck mal, wie der hängt, da einer. Jetzt oben die Typen. Oh, ich muss ein bisschen konzentrieren, ihr seht das schon. Oh, Arschschuss! Das war ein High-Class-Arschschuss vom Feinsten. Arschschuss! So. What are you doing, Arthur? Alter, das war eine ganz schöne Aktion, Leute. Ja, Dead Eye. Hey, someone cut this rope. My head's killing me. Hast du ein Glück, dass wir gekommen sind, mein Lieber? Hä? Arthur. You know, you're a lot less ugly from that other angle, Arthur. Come on. Do I get a hug, Arthur? A warm embrace for a lost brother now found. You know, nothing means more to me than this gang. The bond we share. It's the most real thing to me. I would kill for it, I would happily die for it. But in spite of all of that,
I would have easily left you here to rot if Charles hadn't stopped me. I don't believe a word of that, Arthur. Get him out of here. You're a great man, Arthur Morgan. The kind of young whippersnapper can really admire. Oh, shut up. Right, we should split up. Javier, will you escort Mr. McGuire back to camp? Charles, best you ride separately. Be careful. There's patrols everywhere. What about you? I'm gonna see what's worth taking here. I'll meet you back there as soon as I can. All right. Okay, come on. Have I got stories for you? Yeah, I can't wait. I imagine y'all missed me a lot. But fear not, the joy's back in your lives now. Tomahawk, na fein. Bei Tomahawk bin ich dabei. Was haben wir denn hier jetzt eigentlich alles am Start noch? Die Laterne und das Messer. Okay, na gut. Tomahawk ist auf jeden Fall eine geile Sache. Hm, die können wir auch herstellen und kochen. Hätte ich besser machen können, die Mission. Aber okay. Haben wir hinbekommen. Das ist die Hauptsache. Und es hat wieder richtig, richtig Spaß gemacht mit euch hier. So, und jetzt hier noch ein bisschen mehr Kram mitnehmen. Dann packen wir ja noch richtig schön ein. Da holen wir ein bisschen von der Kopfgeldkohle wieder raus zumindest. Silberne Gürtelschneide und so. Das bringt alles Geld. Guck mal, wie er es sich gemütlich gemacht hat hier. Er denkt, ja, dann chill ich mal ab hier. Eine kleine Runde. Die. Wollen die mich verarschen? Wer hat denn hier gerade ein Verbrechen gemeldet? Ich war doch noch gar nicht mal... War noch gar nicht mal richtig... Richtig am Start hier, verdammt. Okay, wir müssen abhauen, Rossi. Wir haben nicht viel Zeit. Komm jetzt. Oh, ich wäre noch einmal gerne in das Haus gegangen. Eigentlich will ich da noch mal reingehen, kurz. Komm. Bin gierig, wisst ihr doch. Hätten wir direkt in das Haus gehen sollen, statt die Typen hier. Oder? Können wir da rein? Ist verschlossen, noch besser. Okay, die kommen jetzt. Müssen abhauen. Yep. Aua. Der arme Kerl, ey. Was ist denn hier? Was zur Hölle ist das? Hm. Was ist das für eine Stelle? Warum ist da so ein Zeichen auf der Minimap? Eine fremde Person soll die angeblich sagen. Wie kannst du jemanden treffen, aber die ist nicht da. Okay, vielleicht ist sie nur nachts da oder so. Vielleicht legt er jetzt einen Schatz vergraben. Okay, verziehen wir uns mal ein bisschen von hier. Sean ist befreit. Mika ist auch befreit. Richtige Befreiungsaktion hier vollbracht. Wir haben sie überlebt, die Befreiungsaktion. Wir haben sie überstanden. Und jetzt weiß ich auch Bescheid, dass wir in Blackwater hart gesucht werden. Und ich würde sagen, hier machen wir jetzt mal ein kleines Camplager. Das sieht doch schön aus hier. Wow. Guckt euch das mal an. So, brauchen wir unser schönes Camp. Da ist es doch. Gibt kaum einen besseren Ort, um ein schönes Lager jetzt aufzubauen, ne? Guck mal, hier. Huch, wir sind ein bisschen von der Klippe weggegangen, leider. Ich wollte das doch eigentlich da vorne machen. Naja. Dann kochen wir mal ein bisschen. Was haben wir denn da? Fettes Vogelfleisch? Ja, das können wir mit dem Truthahn, den wir da erledigt hatten. Na, ran damit. Mmh. Ja, damit wir auch noch ein bisschen was hier zwischen die Backen, ne? So. Was haben wir noch? Das sehnige Fleisch. Können wir auch kochen. Nicht von so guter Qualität, leider. Wir kochen die Sachen einfach mal, um sie wegzupacken. Vielleicht können wir die dann später mal snacken. Wer weiß. Da können wir so noch mehr. Sehniges Fleisch ist voll im Rennen. Das will man ja haben. Aber ist egal. Essen ist Essen in dem Fall.
Bossi, was machst du da vorne? Dann werden wir das auch mal los hier. Komm. Das Messer ist irgendwie unsichtbar geworden, ne? Weiß ich auch nicht. Scheint keiner Bug zu sein. Normal ist es da. Aber egal, das will ich auch mal können, du, ne? Mit so einem unsichtbaren Messer. Wildfleisch haben wir auch noch. Bevor es vermodert und vergammelt, ab rein auf den Grill. Das arme Tier ist doch schön. Die können wir, die Möhre kriegt die Rossi immer zwischendurch. Zum einen und andererseits, ja, ist da doch ganz viel Gras. Das ist ja der Vorteil bei Pferden. Die lieben ja Gras. Oh, ich wollte eigentlich gar nicht weggehen. Hätte ja auch nochmal eine Runde schlafen können eigentlich, ne? Weil, liebe Freunde, hier mache ich jetzt mal ein kleines Päuschen von Red Dead Redemption und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst es mich wissen. Ja. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen richtig, richtig schönen Abend. Hat mega, mega, mega Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in Kürze wieder beim nächsten Live-Abenteuer hier mit unserem Freund Arthur Morgan. Und vielen Dank für den ganzen Support, für die vielen Follower bei Twitch, die neuen, die jetzt gekommen sind. Und natürlich auch die Subs bei Twitch, die mich sogar mit Subs unterstützen. Und natürlich vielen Dank auch an alle Leute, die bei YouTube zuschauen. Und vielen Dank auch an die, die mich da unterstützen und irgendwie abonniert haben, mir folgen und so weiter und so fort. Dankeschön an die ganzen Aktiven. Vielen, vielen Dank und einen super schönen Tag wünsche ich euch noch. Bis dahin!